Hallo, guten Tag. Mein Name ist Michael Werkmann. Ich erkläre Ihnen heute in diesem Video die Bedienung einer Gasetagenheizung. Hier ist das Fabrikat Wolf und hier steht auch der Thermotyp dran, und zwar CGU2K18. Wir fangen mal an. Die ist jetzt hier im Bereitschaftsmodus, aber keine Wärmeanforderung. Deswegen ist es hier grün. Würde sie angehen, ich mache das mal, dann geht sie auf gelb. Das heißt, jetzt brennt dann gleich die Flamme. Ja, also das Gerät, wenn man es einschaltet, hier von 0 auf 1, dann geht das Gerät in Betrieb. Hier reguliere ich die Warmwassertemperatur. Ich empfehle immer, das hier so runter zu drehen. Dann haben wir ungefähr so roundabout 40 Grad Celsius. Reicht völlig aus. Wenn man es richtig heiß haben will, weil die Wanne zum Baden schnell vollgemacht werden soll, dann natürlich hochdrehen. Oder wenn ich abwaschen will, brauche ich ja heißes Wasser, dann hochdrehen. Ansonsten würde ich es immer runterdrehen. Ich empfehle auch immer, das einfach auszuprobieren. Ne? Also jeder hat ja ein anderes Wärmeempfinden, und beim Händewaschen reicht es eigentlich aus, mit knapp 30 Grad warmem Wasser sich die Hände zu waschen. Der andere braucht 40, eher unwahrscheinlich ist 60 Grad heißes Wasser, deswegen jeder muss es selber ausprobieren. Dann haben wir hier den Vorlauftemperaturwähler. Also die Heizungstemperatur, also das Wasser, was hier drin erwärmt wird und was dann hier hinten am Heizkörper ankommt. Hier reguliere ich mit die Temperatur. Hier ist natürlich alles vorher auf 5 gestellt gewesen. Ich empfehle immer, wenn man im Herbst anfängt zu heizen, erst mal mit einer Kleinleistung anzufangen. Wenn das von der Temperatur nicht ausreicht, dann natürlich immer ein bisschen höher gehen. Also wie gesagt, mit 3 reicht erstmal aus, und wenn es halt zu kalt wird in der Wohnung, wenn die 21 Grad, je nachdem was man da eingestellt hat, nicht mehr erreicht wird, werden, dann ist immer ein Zeichen, dass es nicht ausreicht, und dann hier höher drehen. Ich würde dann immer so Stück für Stück höher drehen, bis es dann irgendwann wieder passt. Also hier reguliere ich die Heizungstemperatur oder die Heizungsvorlauftemperatur, hier reguliere ich die Warmwassertemperatur. Und hier kann ich ablesen an den Kombinationsmanometer und den Thermometer, wie die aktuelle Heizungsvorlauftemperatur ist. Momentan ist sie auf knapp unter 20 Grad, weil die Wohnung ist kalt. Hier wird auch nicht geheizt, deswegen ist es jetzt hier kalt. Und hier kann ich den Heizungsfülldruck ablesen. Der ist jetzt optimal eingestellt auf knapp 1,3 Bar. Ja. Geht die Therme auf Störung, dann leuchtet diese Lampe hier rot. Dann kann man das hier, indem man hier rauf drückt, entstören. Dann macht sie einen Reset. Jetzt checkt sie sich nochmal durch, guckt, ist noch alles da. Habe ich eine Wärmeanforderung, geht sie natürlich wieder an. Ja, viel mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Ich hoffe, ich konnte jetzt mit diesem Video erstmal hier die Bedienung der Gasetagenheizung oder von dieser Therme hier Ihnen damit weiterhelfen. Wenn ja, lassen Sie doch bitte einen Daumen nach oben. Und ich würde mich freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren oder natürlich weiterempfehlen. Also vielen Dank. Ciao.